Sie sind hier, 17. Juli 2018, 5.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern die 10. Etappe der Tour de France führt die Fahrer erstmalig in die Alpen, Urheberrecht Getty Images, die 10. Etappe führt die Fahrer der Tour de France erstmalig in die Alpen. Auch wenn das Teilstück mit einer Abfahrt endet, verlangt sie den Sportlern alles ab. Schluss mit Pokern, Karten auf den Tisch. Mit der ersten Alpenetappe geht die Tour erst richtig los. Zwar waren die bisherigen Etappen durchaus turbulent, im Gesamtklassement liegen aber alle im Feld verbliebenen Favoriten noch dicht beieinander. Wer wirklich wie viel drauf hat, darüber könnte schon die erste ausgiebige Kletterparty Aufschluss geben, die 10. Etappe zum Live-Dicker endet zwar noch nicht mit einer Bergankunft, sondern mit einer Abfahrt und einem abschließenden Flachstück. Der Weg dorthin hat es aber mit einer Bergwertung der höchsten Kategorie und rein der ersten durchaus in sich. Dies gilt vor allem für den Anstieg zum Plateau de Glires auf dem Col de la Croix-Fry nach knapp 70 Kilometern. Dieser ist zwar relativ kurz, gehört aber aus zwei guten Gründen dennoch zur Horse-Kategorie, mit im Schnitt 11% ist er sehr steil. Zudem geht es über 1,8 Kilometer auf einer Schotterpiste bergan. Der erste Ausflug der Tour auf eine unbefestigte Straße seit 31 Jahren ist eine Reminiszenz an die Radheroen der Vorkriegszeit. Auch der Doppelpack mit dem Col de Romme, 8,8 Kilometer lang, 8,9% steil, und dem nach einer kurzen Abfahrt folgenden Col de la Colombiere, 7,5, 8,5, hat es in sich. Das malerisch am gleichnamigen See gelegene Annecy hat die Tour zum vierten Mal zu Gast. 2009 gewann Alberto Contador hier ein Zeitfahren und machte einen großen Schritt zum Gesamtsieg. 4 Jahre später startete in Annecy die vorletzte Bergetappe der 100-Tour, die mit einem Sieg Nairo Quintanas und der Entscheidung in der Gesamtwertung zugunsten Chris Froomes endete. Service die Gesamtwertung der Tour de France, in Le Grand Bornand, zum 7. Mal Etappenort der Tour, fuhr 2007 der Münsteraner Linus Gerdemann nach einem grandiosen Alleingang zum Tagessieg und ins gelbe Trikot. Zuletzt siegte hier 2013 bei der Jubiläumstour der Portugiese Rui Costa. So können Sie die Tour de France live im TV und TK verfolgen. TV, Livestream, Eurosport, Art Live Ticker, sport1.de.